Peace, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Oh, 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 I love you. Hey, you know it's true. Nachdem wir letztes Mal dieses ultra lange Video da hatten, ne, dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, nee, bei dieser Mikrofonqualität müssen wir jetzt bleiben. Und jetzt bin ich hier ausgestattet, ne? Jetzt sind wir hier. Und ich hoffe, der Ton ist auch heute wieder gut. Ja, Mann, es ist der letzte Tag des Jahres. Das Jahr 2023. Es war einfach toll, ne? Es gab ganz viele tolle Augenblicke und ich hoffe auch nächstes Jahr kommen wieder ganz viele tolle Augenblicke. Und ey, ich bin ultra hyped. Morgen ist Silvester und dann ist ja schon der 1.1. Und ich habe mir gedacht, ey, ich starte das Jahr richtig krass und mache wieder eine Saftkur. Ich bin gespannt, wie das wird. Ihr könnt es auf jeden Fall auf Instagram verfolgen, um diesen ganzen Stress dann wieder zu vergessen. Es war sehr spontan, fliege ich einfach. Das ist so krass, weil eigentlich meinten Adi und ich, nee, wir können jetzt erstmal, wir bleiben jetzt in Hildesheim. Aber irgendwie ist es jetzt doch alles dazu gekommen und es war nur, weil da gab es einen schlechten, schlimmen Einfluss. Und zwar von Julia. Und sie meinte, ey Kim, oh mein Gott, lass uns doch im Januar nach Thailand fliegen. Und dann war ich so, ja, okay, ja. Und dann, wisst ihr, ich denke nicht nach und dann mache ich das einfach. Aber ich freue mich auch nochmal. Auf jeden Fall fliegen Julia, Adi und ich zusammen nach Thailand am 5. Januar. Also nächste Woche, wenn ihr hier seid, ne, dann sehen wir uns schon hier in Thailand. Das wird auf jeden Fall geisteskrass. Ich will auf jeden Fall schnorcheln. Ich möchte Klippen, nein, möchte ich nicht. Es wird auf jeden Fall krass. Und jetzt, meine lieben Damen und Herren, werden wir dieses Video hier zusammen erkunden. Denn ich habe in einem sehr langen Zeitraum habe ich Produkte bestellt und die sind jetzt mittlerweile angekommen. Und zwar habe ich immer mal wieder so ein Produkt auf TikTok gesehen, ne, wo ich dachte, ey, das ist ein bisschen kurios, aber cool. Und die werden wir heute zusammen testen, deswegen, ja! Und das werde ich hier heute nicht alleine machen, sondern ich habe eine bezaubernde junge Dame dabei. Und zwar meine Freundin, Juli! Oh, das habe ich irgendwie nicht bedacht. Kennt ihr das nur von früher, dieses Luftschlangenspray? Ja. Ich glaube, du musst immer hier so reinreden, weil da ist das Mikrofon. Hallo. Also ich halte jetzt einfach so meinen Busen dahin. Wir sind ja auch Busenfreundinnen. Okay. Luftschlangenspray, das war immer so das Krasseste früher als Kind. Ich kenne die zum Pusten. Ich war nicht so cool. Oh, so die. Ja, Luftschlangenspray. Bist du krank? Oh, irgendwie? Meet me at the car wash, yeah, yeah. Kannst du erstmal ein Butterwaffelröhrchen rübergeben? Leute, die krümeln anders. Das ist dieses Loch, weil du beißt da rein und kommen die ganzen Krümel durchs Loch. Oh, stimmt, du hast recht. Ich hab doch gesagt, egal wie du abbeißt, kommt durchs Loch. Mm. Es kommt ja echt durchs Loch. Was ist das für eine dumme Konstruktion, Alter? Ah, ich bin ein menschlicher Staubsauger. Guck jetzt, wie viele Krümel da sind. Wie viele weg sind. Dir so eine Straße. Ja, wenn du das schaffst, ne? Oh, mir ist so in die Luftröhre gekommen, Alter. Ich bin das erste Produkt, der menschliche Staubsauger 3000. Okay. So, alles wieder sauber. Oh, ich habe eine gute Idee. Luftschlangenspray als Mikrofonständer. Let's go. Du hast immer noch Schokolade. Guck mal, ich bin sogar sozial und sag dir das, Alter. Aber da musst du das auch wegmachen, Mausi. Okay. Ja, okay, jetzt ist es aber nicht mehr da. Weißt du, warum ich das so mache? Warum? Weil ich du denke, willst mich anfassen? Nein, weil ich denke, man hat da nicht so viele Bakterien wie an den Fingern. Weil ich fasse ja mein Handy nicht damit an und dann mache ich das lieber mit was an. Du bist so schlau. Das ist schon wieder Multipanomol. Ja, Multipanomol-Time, Alter. Erstmal habe ich hier was für dich mitgebracht, ne? Okay. Da kannst du einstellen, wie hoch deine Social Battery ist heute. Ah. Ey, das ist krass. Magst du? Das ist krass. Das ist cool, ne? Das ist dein Geschenk heute. Dafür, dass du hier heute dabei so bist. Hier. Oh, sehr schön. Jetzt ist alles noch im grünen Bereich, meine Damen und Herren. Und ich habe auch mir was mitgebracht. Kennst du das, wenn diese ganzen Koffer, wenn da so Glas drin ist? Ja, klar. Ich glaube, das sind so Sticker. Wenn jemand so ein Business owned und so, dann machen die so, ne, wenn da so Glasperlen, wenn die verschicken, dann machen die den Kleber da. Dann so, please handle with care, fragil. Ja. Aber ich fühle mich halt auch, ich muss auch gehandelt werden mit Care. Und deswegen, ich bin halt auch zerbrechlich, eine kleine süße Seele. Und deswegen muss man auch vorsichtig mit mir umgehen. Und deswegen... Das passt das zu dir. Hier. Ja, ne? Ja. Willst du was richtig Geiles zu Anfang oder was nicht so Geiles? Was nicht so Geiles. Okay, ich habe nur geile Sachen, das gibt's leider nicht. Nämlich was nicht so Geiles. Und zwar gibt es hier einmal... Weißt du was? Ich zeige dir erstmal nur den Inhalt. Und zwar habe ich hier... Was ist das? Das sind Wattestäbchen. Hier ist eins für dich. Und dann nehme ich liebe Wattestäbchen, ne? Wusstest du? Ich bin richtig süchtig danach. Ich habe ja noch so eine Packung heute gekauft. Ich bin richtig süchtig nach Wattestäbchen. Was machst du denn mit den Wattestäbchen, dass du süchtig danach bist? Jeden Tag meine Ohren richtig vom zu Bett gehen 10 Minuten so sauber machen. Nein, man soll Ohrenschmalz behalten ein bisschen, ne? Echt? Aber jetzt sage ich dir mal was. Ja. Ich habe jetzt eine TikTok-Werbung gesehen. Ja. Von so einem Ohrenstäbchen aus Plastik, das eine Kamera vorne hat. Und dann kann man da reingehen und sein Ohr beobachten. Jetzt will ich mir das bestellen. So eklig. Nein, das ist voll geil. Und dann kannst du das so auf der Kamera sehen, wie du das so rausziehst.
Hä, du laberst Scheiße. Was ist das denn? Also sowas wird mir nicht angezeigt. Mir wird hier nur so eine Unnötige. Zeig ich dir gleich. Ich hab das überall. Ey, nein! Man kann das ja auch in andere Öffnungen stecken. Ja, wenn ist da Licht dran? Da ist Licht und eine Kamera dran. Die sind halt aber auch nicht fürs Ohr. Ich dachte schon, boah, meine Sucht wird voll befriedigt. Ja, ich dachte, das hat jetzt so einen coolen Effekt. So, nee. So ein Kleber, der Ohrenschmalzblätter klebt. Hast du schon mal Ohrenschmalz probiert? Nein. Nein? Nein. Hä? Ja, sollen wir das probieren? Nee, essen tue ich das nicht. Auch wenn ich es ganz viel sammle. Hast du noch nie Ohrenschmalz probiert? Nein, du? Ja. Echt? Boah, das schmeckt so bitter. Echt? Ja, das ist immer nur so bitter. Stopprig, klebrig. Ja, das musst du mal probieren. Das ist so bitter. Das ist doch nochmal bitter. Das ist doch nochmal ekelhaft. Wie, du hast gerade deinen Ohrenschmalz? Okay, alles gut. Also, sei mal ehrlich, schreib mal bitte in die Kommentare. Habt ihr schon mal Ohrenschmalz probiert? Ja oder nein? Das hier ist ein Wattestäbchen, aber nicht fürs Ohr. Da ist ja so eine Markierung, ne? Da ist eine Markierung. Und zwar muss man jetzt, schätze ich, das da aufknacken. Ja, ich wusste es. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Hast du das gesehen? Und das jetzt? Ist eine Flüssigkeit da drin, ne? Ja, und jetzt? Nein. Ja. Wow. Ja? Hä? Oha, voll cool, das ist auch voll. Also ist jetzt nicht so die geilste Farbe. Aber oha, bei dir sieht's krass aus. Echt? Digga, deine Lippen sehen auch unnormal geil aus. Ja. Wow. Hey, das ist so cool, oder? Bleibt das dann auf den Lippen so? Also hält das so 24 Stunden, weil irgendwie geht das auch hier schon nicht mehr auf. Das ist so dauerhafte Färbung. Ich hab das überall hier. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Du hast es auf deinen Zehen? Nein! Warum machen wir das direkt am Anfang? Aber es hat so cool angefangen. Guck mal, man knickt das, wird das freigesetzt, dann läuft die Flüssigkeit rein und man kann sich das einfach dran machen. Das ist also schon eine geile Technik. Das ist schon geil. Oh, das sieht krass aus. Es steht hier auch einfach so. Finde ich geil. Finde ich, ist eine richtig geile Idee, muss ich sagen. Wir haben natürlich noch mal im Angebot. Und zwar habe ich, okay, das ist nicht wirklich jetzt ganz ein TikTok-Produkt. Ich habe es in Amerika gefunden, aber ich war so, oh mein Gott, wie krass. Das Ganze heißt Bubble Lick und das sind Flavored Bubbles, also Seifenblasen, die man essen kann. Ja. Nein. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das riecht unnormal. Nein, nicht so essen! Schmeckt besser als Ohrenschmalz? Schmeckt krass. Nein, du laberst Kacke. Ich laber nicht, ich puste jetzt. Okay. Schmeckt dir nicht, schmeckt mir unnormal gut. Es schmeckt so ein bisschen... Oh. Schmeckt ein bisschen süß, aber auch nach Seife. Also ich fühle mich so ein bisschen crack. Ich krieg sie nicht gefangen. Wir haben hier einmal Chocolate Chip Flavor und einmal Gingerbread Flavor. Oh mein Gott, die gibt es auch in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Aber hey, natürlich. Richtig geil. Wie kommt man auf so eine, also wie kommt man darauf, so ein Produkt zu erfinden? Und wenn ich so puste, also nach innen. Hast du das System ausgetrickst? Schmeckt das nicht? Nee. Das kann doch auch nicht gesund sein, wenn daraus eine Blase entsteht. Da muss ja Seife mit drin. Stehen hier die Inhaltsstoffe? Do not drink. Alles klar. Das Ding ist, wenn man das nicht trinken soll, dann kann das doch nicht gesund sein, wenn man das also mit der Zunge berührt und isst. Das ist so ein richtig typisches amerikanisches Ding, was irgendwann wieder zu... Nicht trinken! Nicht trinken. Nur einen Schluck. Das ist sehr lecker. Nur einen Schluck, Alter. Ey, ich find's so geil, ey. Das ist so lecker. Ich finde das unnormal lecker, ne? Nein, das ist doch nicht lecker. Ich finde das unnormal lecker. Mann, Alter. Ingredients. Okay. Citric, Acid, Cellulose, Sodium, Sulfate, Benzoate, Potassium, Sorbate, Präservat... Boah. Das klingt giftig. Da wir uns ja jetzt gerade noch im Winter befinden... Okay. Nochmal eine Überleitung, nochmal eine. Okay. Da wir... an Weihnachten. Ja. Ne? Da hat's ja nicht geschneit, ne? Nein. Und das ändern wir jetzt. Come on, take your bal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 a. Das ist Instant Snow. Make your own snow. It's amazing. Ich glaube, man kann halt wirklich richtig Schnee draus machen. Weißt du, an was mich das erinnert? Nein. Kennst du diese Lollis, die du immer da reingetunkt hast? Und war das so richtig? Ja, oder dieses... Das essen wir nicht. Das essen wir nicht. Snow expands 100 times original size? Hast du dir durchgelesen, wie das funktioniert? Nein, wir machen so... Okay, einfach learning by doing, ne? Freestyle. Das ist der Schnee und das soll 100 mal größer werden, als wie es da jetzt ist. Digga, das ist das feinste Zeug, Alter. Das ist richtig feines Zeug. Machen wir direkt ganze Tüte einfach. Okay, let's go. Stopp. Es wächst. Es wächst. Ich mach mal mehr Wasser, oder? Das sieht aus wie Kleister. Das ist Schnee. Ih, sieht aus wie Eis. Das ist ja cool. Warte mal, das... Hä, lol. Ich will das auch anfassen. Ja, ne?
Das ist auch kalt und so. Ja, das so sieht sich echt cool an. Ja, so. Der Schnee. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich mir gedacht habe, was man da jetzt draus machen kann, aber ich dachte, hey, voll cool, man kann daraus Schnee machen. Wir haben da jetzt nochmal dieses andere, das ist auch vielleicht nochmal feinfühliger. Und probieren das jetzt nochmal. Es wächst, es ist wie ein Gebirge, was sich aufbaut. Noch mehr. Wie cool ist das denn? Noch mehr. Ich glaube, wir brauchen noch mehr, ja. Digga, ich mach gleich ein Skigebiet auf, glaube ich. Oh mein Gott, es fühlt sich an, glaube ich, wie Silikon, was in Brüsten ist. Also ich weiß es nicht ganz genau. Oh mein Gott, der ist noch viel krasser. Willst du einen Schneemann bauen? Ey, Jule hat den krassesten Schneemann aus unserem Fake-Schnee gemacht ever. Mr. Snowman, how are you today? Bro, what's going on? Ich chill, Alter. Nice Klima hier, Alter. Mein Schal hält mich warm. Den behalte ich jetzt ich für immer. Ich will ihn nie wieder wegmachen. Nein, der kommt auch nicht mehr weg. Der bleibt sowas von, dass er jetzt Familienmitglied. Die Schale ist auch... Oh. Greifen wir mal weiter in die Box. Hier etwas, was ich schon sehr lange testen wollte. Du darfst nicht hingucken, ja? Kann ich dein iPhone mal kurz haben? Hast du schon mal geweint? Ja, zu viel. Also du bist geübt da drin? Sehr geübt. Hast du noch nicht gucken? Ich habe es genau gesehen, dass du guckst. Okay, jetzt musst du mal kurz wegschauen. Crying in the discotheque. Hat es das Handy angeschaut? Jo, wir müssen erstmal das Licht ausmachen. Die Saison ist eröffnet, es ist ein wahres Spektakel, denn alle kommen, weil es abgeht, das ist eine riesengroße Party. Also warte mal aber kurz, ne? Das, der Effekt das sieht ist krass, krass aus. Krass. Das, ey, sorry, man ist eine Party to go quasi. Das voll cool, Mann. Das ist sehr cool. Kann ich das ein? Na, ja klar. Ich habe hier etwas und zwar wird es jetzt magisch, ja? Kennst du die Ehrlich Brothers? Ja. Hast du die schon mal kennengelernt oder was? Nee. Oh, Bruder, du? Das ist alles. Oh. Hey, kannst du uns vielleicht kurz eine Schere holen? Ja, klar. Oh, danke. Ich muss hier ganz kurz nämlich das spezielle Papier durchlesen. Für das spezielle Papier. Das brauchen wir. So, ich hole jetzt auch was. Du musst davon ein kleines Stück abschneiden. Laune ist 100 von 100. Das stinkt voll. Was ist das? Das ist ekelhaft. Ich mal da. Boah, warum stinkt das so nach Scheiße? Das stinkt doch nicht. Boah, das riecht so wie gestern diese Hundekacke an meinem Schuh, Alter. Ich mach jetzt einen Zaubertrick, aber du darfst nicht lesen. Oh, fuck, hier geht gleich der Rauchmelder an. Hä, ist das... Was? Das brennt! Was ist das? Der Schnee! Boah, ey, merkst du eigentlich, dass das noch... Sind das meine Haare, die fackeln? Hä, hey, warum qualmt? Das ist der Trick. Ach, der Euro fackelt. Das ist der Trick, dass der Euro qualmt. Und nicht mehr aufhört zu qualmen. Und nicht aufhört zu qualmen. Wenn wir das jetzt anmachen, dann müsste man... Jetzt qualmt man mich am Nagel! Ey, ich glaube, das ist der Trick. Guck mal jetzt. Warte, jetzt nehme ich das nämlich und dann mache ich so. Oh mein Gott. Guck mal, wir sind so schlau. Wir sind so schlau. Guckt euch das mal an. Mein Finger qualmt einfach. Ihhh! Lol! Das ist crazy. Ich bin beeindruckt von diesem Trick. Was ist das denn? Immer wenn du das jetzt anfasst, guck mal. Ihhh! Alles klar gemacht! Du musst in die Richtung fahren. Hä? Wie krass ist das denn? Hey, man sieht das auch nochmal. Das ist ja crazy. Also es ist auf jeden Fall für einen Zaubertrick so krass. Okay. Wow! So viel Geld, wir verbrennen das Ganze hier. Digga, das ist so... Also, voll nice. Also, ja, erst sind wir fast komplett und dann, crazy. Ja, und wir haben jetzt ein paar Bögen davon, Alter. Wir können jetzt, ne, eine Zauberschuh eröffnen. Wir haben jetzt ein bisschen was an den Fingern kleben, nicht? Dafür haben wir hier, meine lieben Damen und Herren, Paper Pocket Soap. Crazy. Weißt du, was es ist? Nein. Kennst du noch diese Dinger, die man auf die Zunge gelegen hat? Jetzt haben wir hier aber, in der Hinsicht darauf, dass ja auch Bakterien in der Welt herumschwören. Du hast richtig Bock da drauf, ne, jetzt? Alles stinkt und alles... Alles stinkt! So schön alt! Yeah, yeah! Das ist Peach-Geschmack. Wir dürfen es, glaube ich, nicht auf die Zunge legen. Aber es sind halt so Blätter, Seifenblätter. Und dann kann man sich hier, glaube ich, hier mal so... welche rausnehmen. Oh, die sind sehr glatt. Hier ist eins für dich. Boah, die fühlen sich auch genauso fast an. Boah, die fühlen sich voll weich an. Oh, dann nimmt man sich einfach ein Blatt raus. Folgen Sie mir hier durch die Wohnung. Es ist ein bisschen unordentlich, ja? Aber hey, wir filmen einfach nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Wir legen das jetzt einfach hier zwischen meine Hand. Ich mache die ein bisschen nass. Und dann
Oh mein Gott, das ist so cool. Das ist das Coolste, was ich jemals erlebt habe. Es wird einfach straight zur Seife. Oh, das fühlt sich so cool an. Hey, du musst das auch einmal erleben. Hol noch eins. Das fühlt sich so krass an. Genau, leg das in eine Hand und dann mach die andere nass und dann wasch einfach. Oh mein Gott, das ist richtig... Wie weit das... Litschi! Wie cool ist das denn? Guck mal, wie das scheint auch. Ja, das ist total der Schaumechanismus. Wow, bei dir scheint das also irgendwie deine Hunde. Deine Hände sind Wunderhände. Das smoked mehr, es wäscht mehr. Wow. Es riecht okay, ne? Also so... Es riecht neutral. Also sorry, das ist so schlau. Unterwegs? Ja. Wie geil ist das? Geil, geil. Kann man sich vielleicht auch... Ich glaube, das geht irgendwie von unseren Lippen ab. Aber stell dir vor, man macht so eins jeweils unter eine Achsel und dann schwitzt man und dann ist die einfach so gewaschen. Ja. Ich lass euch mal mit dem Gedanken alleine hier. Dann kannst du nochmal drüber nachdenken, ne? Na, Jula. Was hast du da gesagt? Kennst du das, wenn dir immer die AirPods aus dem Ohr fallen? Ja, kenne ich. Deswegen habe ich In-Ear. Mhm. Ich auch jetzt. Das wieder. Wenn du so einen AirPod hast, dann brauchst du nicht einen AirPod und nicht zwei. Hä? Das ist der größte AirPod, den es auf der Welt gibt. Ja, der sieht so witzig aus. Sieht aus wie ein Telefonhörer. Der passend. Ist so originalgetreu passend. Hier unten, auch mit diesen ganzen Sachen und so. Also, es ist eine Musikbox. Let's go. I don't know what this... Ich hab's direkt gefunden. Digga, wie witzig. Du bist... Ja, da flippt doch meine Pfeife wieder rum, ey. Mein Herz ist flashy, auch mein Look so sexy. Und ich hab mein Bestie, ruf sie und ich treff sie. Ja, wir sind night out, iced out, mein Kind, scheiß drauf, nein. Das ist geil. War ich das? Ja. Ups. Ich bin... Der Song ist mir peinlich. Wir Monats wie ein Kescher fahren. Oh, da kommt richtig Luft raus. Das passt so bloß, wie sie nennen mich am Kids. Kim Glamour. Auf dein Bestie, schenk dir'n Booty zum Beat auf meiner Tour. Chill im Wind, gebaut ganz nach meinem Wind. Coffee Bags aus Fake Fur mit Money Checks Spin. Nein, das ist am Singen meiner Songs, so schämen sich dabei. Gib doch zu, dass du mich liebst. Mann, das ist dein Schatz. Ja, toll! Du bist doch ein Partykracher damit. Also... Aber ich geh damit auf eine Party. Ey, Mann, Spaghetti! Das ist voll witzig. Das ist voll witzig. So, jetzt muss ich leider sagen, habe ich hier noch was richtig, richtig Geiles. Und zwar ist es der Flying Bill. Warte nochmal. The most tricked out Flying Spinner. Bitches, ja? Dieser Typ sieht so aus, als hätte er den Spaß seines Lebens. Und so möchte ich gerne auch aussehen. Es ist ein Flugobjekt. Okay, es soll ein fliegender Ball sein. Check, dass ich das war. Du warst das! Ja, aber aus Versehen. Oh, ich hab das in dem Moment auch gar nicht mehr gecheckt. Und du hast mich aufgelassen. Ich hab mich todeserschrocken, ne? Wir machen jetzt was Krasses. Ja, ich finde, wir sollen das mal aus dem Fenster schmeißen. Okay. Ey, das sieht aus, als wärst du Polizeimann. Ich krieg Angst. Ich mach jetzt, ja? Ja. Ich mach jetzt einfach. Du machst das jetzt einfach. Ey, ich mach das. Du machst das. Aber fall nicht raus. Fall nicht raus, Bro. Das ist... Oh mein Gott, das fliegt. Oh mein Gott. Es fliegt, Bro. Jetzt, vielleicht fliegt es wieder nach oben. Es lebt, Bro. Ey, wie geil ist das denn? Oh, geil. Ey, nicht gut aus dem Fenster fallen, okay? Oh mein Gott. Wow. Oh, Auto. Ey, ich schwöre auf alles. Das ist krass. Was hat denn das für eine Propellerleistung, ey? Oh, nein. Oh Mann. Nein. Bro, ey, wir haben ein Problem. Ich hab Angst, wir sind immer überall Spinnen. Ich krieg's nicht raus. Ich kann das von hier oben beleuchten für dich. Digga! Ey, ich spring da jetzt ganz schnell rein und dann renn ich da raus. Okay. Ja! Ich bin umgestiegen. Bist du nicht der Arsch? Ich bin umgestiegen und dann bin ich über den Ast gefallen. Ich hab den Schuh verloren, weil ich da so tief Was war das denn? Jule hat sich etwas verändert. Und zwar sieht sie jetzt aus wie mein Freund. Nein, Spaß. Das ist Ali. Hallo. Hallo. It was all a dream. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass ich hier verarscht werde, dass ich Teil eines riesen Pranks bin und dass dieses Mikrofon, was hier vor mir steht, hier eine Luftschlange, in das meine Richtung befördert wird. Ich hab hier was richtig Cooles. Scheiße, kannst du kurz mir eine Schere holen? Das ist ein QR-Code. Das sieht man doch so schön. Ja, egal. Give me scissors! Wo sind hier Scheren? I believe in miracle! Was hast du damit vor? Wir schälen heute Erdbeeren. Oh nein, du kannst keine Erdbeeren schälen. Beginnt man entlang der Erdbeerennaht, die sich hier unten versteckt, hier entlang.
Und sobald die geschält ist, legt man sie wieder zurück. Gib mir deinen Arm. Nö. Doch. Scheiße, was ist das? Ich werde jetzt tätowiert, ne? Zähne zusammenbeißen. Das ist dein erstes Tattoo. Was denkst du, wird das? Ein QR-Code-Tattoo, was ich abscannen kann und dann kommt irgendwas dubios. Hast du wieder, man sieht das fast gar hast nicht. Hast du wieder ein QR-Code-Abo abgeschlossen? Ich habe mal aus Versehen QR-Code-Abo abgeschlossen. Soll das sein? Hä? Wie cool, das sieht man fast gar nicht. Und jetzt musst du das Ganze scannen. Das sieht man doch gar nicht. Hä? Scanne jetzt meine Ader einfach. So, also das ist für dich. Ich kann das nicht scannen. Das ist ein riesen Fail. Wo ist das her? Was ist das überhaupt für ein Video? Was für ein Video bin ich hier überhaupt teil? Was ist das hier? Was machen wir hier überhaupt? Warum ist denn das so blass? Das ist kein blassen Schimmer. Es funktioniert nicht. Es kann hier nicht abgescannt werden. Ich könnte das nachzeichnen mit einem Kugelschreiber. Nein, warte mal. Ich glaube... Hier kommt der Sparschäler zum Einsatz. Nein, spar dir das Schälen. Ich würde sagen, wir sind hier gefailed. Oh! Ich würde sagen, wir haben hier irgendwas nicht gelesen vorher. Ah, there's a transculant tattoo on the skin. Jetzt ist das gerade noch durchsichtig. Und jetzt müssen wir, we'll have perfect pattern after naturally dry waiting for 12 bis 24 Stunden. Jetzt müssen wir 24 Stunden warten. Und du darfst das jetzt 6 Stunden nicht rubben und nicht anfassen. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche, das heißt, wenn jetzt irgendwelche Leute einfach meinen Unterarm scannen, was kriegen die dann zu sehen? Das ist ja das Witzige da. Also ihr könnt das jetzt theoretisch auch scannen. Ihr könnt das jetzt hier abfotografieren und die, den Kontrast hochschrauben. Ach. Und dann seht ihr irgendwas, was ihr wahrscheinlich gar nicht sehen sollt. Ey, du darfst es jetzt wirklich nicht anfassen und dann sehen wir uns in 12 bis 24 Stunden wieder. Die nicht anfassen, aber das wird doch gar nicht überleben. Ich sag... Bitte, wir machen dir da jetzt wahrscheinlich... Darf ich eine Vorhersage treffen? Der wird niemals bis morgen überleben. Wir versuchen das. Ich bin gespannt, ob das noch jetzt nachfährt. Ah, das sieht schon so aus, wenn es dunkler wird, ehrlich gesagt. Chromogenetic Time. Eine Stunde ist so blass und es wird immer dunkler. Ey, wir warten jetzt 24 Stunden. Und dann geht's richtig ab. Das geht nicht, weil das entwickelt sich erst auf der Haut. Du kannst es nicht einfach so scannen. Du musst es per Tattoo machen. Ha, so geht es nämlich nicht. Verdammte Scheiße, wir warten jetzt. Wir warten jetzt ab. Okay. 24 Stunden. Später. Also, 24 Stunden sind um. Ey, das ist so witzig. Das ist schlimm, ne? Ich habe hier einfach einen Abdruck so vom Schlafen und habe noch einen Abdruck hier. Da ist einfach auch QR-Code, weil er so witzig geschlafen hat. Wie hast du geschlafen? Keine Ahnung, auf jeden Fall so, dass das irgendwie da dran gekommen ist. Ich habe versucht zu rekonstruieren, aber voll unbequem. Wie schlafen? Ja, du schläfst auch immer ein bisschen crazy, Alter. Du bist immer versappenödelt. Auf jeden Fall habe ich mich echt gewundert, als ich Spiegel geschaut habe und gesehen habe, dass hier was ist. Ich dachte erstmal, das ist ein Bluterguss. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Ey, ich hoffe es. Wenn nicht, ist das ja der größte Scam überhaupt. Oder ist es so rum? Mach mal diese Blume da aus. Darf ich das mal bei dir machen? Scam that shit. Es ist wirklich richtig dunkel geworden. Nicht, dass das voll lange bleibt, Alter. Ich habe mir mal so ein Tattoo gemacht. Was ist denn das? Ach, was kommt denn da? Nicht, dass irgendwie das... Oh, da kommt... Lol, da kam I love you. Was? Das ist ja süß. Ja, wenn man scannen kann, I love you. Cool, oder? Ey, dann viel Spaß mit deinem neuen Tattoo. Mal gucken, wie lange das bleibt. Boah, das wird bestimmt bis in Thailand bleiben. Die Leute werden scannen und denken, ich habe dir eine Liebeserklärung gemacht. Auf jeden Fall feiern wir jetzt Weihnachten. Spaß, okay. Silvester. Wunderschönen guten Rutsch habt ihr hoffentlich gehabt. Wir freuen uns. Auf das neue Jahr. Und wir rasten aus. Nein, ey, alles Gute zum neuen Jahr. Bleibt wie ihr seid oder werdet besser, wenn ihr besser machen könnt in manchen Sachen. Aber manchmal ist es auch cool, einfach genauso zu bleiben, weil es richtig chillig ist. Manchmal ist es auch gut, besser zu werden. Wie ihr Bock habt, alles Gute. Peace out. Leave.